Was habe ich gesagt? Einmal im Jahr wächst die HomeCon über sich hinaus und wird sprichwörtlich zur HomeCon hoch 2, zur Retrolution. Hoch 2 ergibt sich aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste Unterschied ist, dass im Gegensatz zu einer normalen eintägigen HomeCon die Retrolution an zwei Tagen, normalerweise Samstag und Sonntag, stattfindet. Auch ist die Location eine andere. Die relativ kleine alte Schule in Großauheim, welche in etwa Platz für 30 Leute bietet, ist für eine normale HomeCon noch gerade so ausreichend. Wenn jedoch die Retrolution ansteht, dann muss etwas Größeres her. Daher fahren wir hier nun auch nicht in den Hanauer Stadtteil Großauheim, sondern wir steuern die Kulturhalle in Hanau-Steinheim an. Das vorliegende Bildmaterial stammt übrigens von der Retrolution 2016, welche am 27. und 28. August stattfand. Es war sauheiß. Ich wünsche euch nun viel Spaß damit. Eine größere Location bedeutet nicht nur mehr Platz. Offizielle Besucherzahlen gibt es zwar keine, da ich aber beim Aufbau mit dabei war, weiß ich, dass wir Sitzplätze für 80 Personen geschaffen hatten. Und am Samstag waren alle Plätze besetzt. Ein großer Pluspunkt der Kulturhalle sind die in ausreichender Zahl vorhandenen Parkplätze. Man kann also getrost auch ruhig ein wenig später anreisen und kriegt dann immer noch einen Stellplatz. Nicht wie in Großauheim, wo man von reichlich viel unberechenbaren Faktoren abhängig ist, wie und wo man sein Auto parken kann bzw. darf. Mehr Platz bedeutet auch gleich mehr Möglichkeiten. Ein besonderes Highlight war 2016 die Multiplayer Daytona USA Arcade Racing Simulation von Sega. Gewiss, alleine kann man viel Spaß mit einem Rennspiel haben. Zu zweit macht es noch mehr Spaß, aber wenn sich gleich 8 nebeneinander sitzende Möchtegern-Rennfahrer gegenseitig von der Piste schubsen und sich entsprechend anschnauzen, dann ist das doch gleich ein ganz anderes, deutlich intensiveres Flair. Besonders erfreulich ist auch zu beobachten, dass auch die Next Generation, also unsere Youngsters, einen Heidenspaß damit haben. Und nicht nur die alten Hasen. We'll be right back.
Die Steinheimer Kulturhalle bietet, angeschlossen an den großen Saal, auch eine Bühne. Auf dieser wurden Demos abgespielt, Spieleturniere abgehalten und am Samstagabend waren hier Retrobla mit ihrem Livestream auf der Retrolution zur Gast. Eine wenig Prominenz der alten Tage gefällig? Kein Problem. Petro Tischtschenko, der letzte Chef von Amiga Technologies, gab sich mal wieder die Ehre, die Veranstaltung zu besuchen. Er referierte über seine Arbeit bei Commodore sowie die abenteuerliche Zeit danach. Vor und nach seinem Bühnenvortrag stand er dann, offen und nett wie immer, für eine lockere Unterhaltung für jeden bereit. Es ist eben doch etwas ganz anderes, Informationen aus den alten Tagen direkt aus erster Hand zu erhalten. Und natürlich hatte Petro, immer noch ganz Geschäftsmann, wieder einige Amiga- und Commodore-Utensilien mit dabei, welche man käuflich erwerben oder zumindest verbindlich bestellen konnte. Allem voran schneeweiße Amiga 1200 Gehäuse. Neue Gehäuse und original neue Tastaturen. Ich habe also noch einen kleinen Bestand. Ich habe heute mal hier eins mitgebracht. Da sind auch noch Netzteile dazu, die Sie bei mir günstig kaufen können. Verkaufspreise sind da, also insgesamt so ein kompletter Satz, Gehäuse, Tastatur. Tja, was gab es so zu sehen? Nun, es ist wie auf einer normalen Homecon. Es gibt kein festgelegtes Thema. Jeder bringt das mit, was am besten in den Kram passt bzw. ins Auto. So gab es wieder eine breite Auswahl an Spielekonsolen und Homecomputern zu sehen. Unsere Freunde aus Thüringen warteten mit in der Szene eher unkonventioneller Technik auf. KC85 und KC Kompakt. Sagt euch nix? Nun, die KC, also Kleincomputer, waren die versuchte Antwort der DDR auf die Erzeugnisse von Amstrad Schneider, Atari, Commodore und Co. Ja, Robotron at its best. Das sind Gerätschaften, die man nun wirklich nicht jeden Tag zu sehen bekommt. Ganz klar, das Zocken stand im Mittelpunkt. Aber es wurde auch fröhlich gebastelt und modifiziert. Selbstredend standen hierfür wieder Werkzeug und Kabelkoffer der Homecon zur Verfügung. Thema Verpflegung. Eine ganz wichtige Sache, gerade bei den Temperaturen, welche 2016 geherrscht haben. Es gab gallonenweise Kaffee und Softgetränke sowie Wasser, dazu leckeren selbstgebackenen Kuchen. Mittags kam wieder der Homecon-Grill zum Einsatz. Denn zum Grillen, da kann es weder zu heiß noch zu kalt sein. Das geht immer. Ihn alleine schon Rind geschlachtet worden. Ja, geht 1,7 Kilo Rinder in Tripod. Geht schon? Ja, oder ich wasche mir gerade mal die Pfoten und hol mal eine Rolle. Und dann nehmen wir nicht mal durch, da geht noch. Da vorne ist ein Metzger. Da kann ich nochmal hinlaufen. Ich glaube, das bessere Zeug. Kannst du schon mal warm halten.
Besonders erfreulich ist zu erwähnen, dass wir in 2016 auch wieder laufendes Publikum hatten. Also Leute, die rein zufällig von der Veranstaltung Wind bekommen haben und eben mal hereingeschlendert sind. Große Augen gab es, als nach dem Eintrittspreis gefragt wurde. Wie bei einer kleinen Homecon kostet auch der Eintritt auf der Retrolution bestenfalls den Verstand, aber kein Geld. Denn auch hier ist der Ausrichter der HNC, welcher dank seines Status als gemeinnütziger Verein nur geringe Kosten für die Räumlichkeiten entrichten muss und auch keinerlei Gewinnorientierung hat. Wenn wir ein Ziel haben, dann, dass wir eine schöne Zeit miteinander verbringen wollen. Am Retrolution-Wochenende 2016 war dies einmal mehr auch ohne jegliche Eintrittskosten der Fall. Das war sie also, die Homecon im Quadrat. Hoffentlich hattet ihr mit dem Video ein wenig Spaß. Noch besser wäre es natürlich, wenn ihr jetzt zur nächsten Homecon kommen möchtet. Termine, weitere Infos und die Anmeldemöglichkeit findet ihr auf der Homepage der Homecon unter homecon.org. Ich für meinen Teil bin jedenfalls sehr gerne auf der Homecon, nur leider vergeht die Zeit immer wieder viel zu schnell. Bis zum nächsten Mal, Adele, ciao und bye bye, euer Mick.